Servus Leute, gerade läuft die Downtime für den Patch 14.5.5, ein Technical Update. Und es gab ein bisschen Patch Notes, aber der ein oder andere wirklich interessante Punkt war da drauf, deswegen wollte ich mit euch da mal drüber gehen und das besprechen wir mal in diesem Video. Viel Spaß! Die Patch Notes verlinke ich euch natürlich unten, wenn ihr sie selber mal durchlesen wollt. Aber die Liste ist nicht so lang, schauen wir mal rein. Optimize the Algorithm of AI Spawns at the Start of Online Raids. Also überarbeiteter Algorithmus für KI Spawns am Anfang vom Raid. Das bedeutet wahrscheinlich, der Boss Spawn Lag ist weg. Man kann nicht mehr anhand von diesem Packet Loss Symbol sagen, ob der Boss da ist oder nicht. Ändert das Boss Farmen natürlich massiv. Aber war angekündigt, dass es kommen soll. Und jetzt kommt es auch. Dann Weapon Switching Sound. Depending on Type und Length, also basierend auf Typ und Länge der Waffe, ist es jetzt lauter oder leiser. Pistolen wahrscheinlich leise und Sniper Rifles, DMRs sehr laut oder verhältnismäßig laut. Und dann ein wichtiger Punkt, Balancing Adjustments to the Trader Item Limit System. Das kann natürlich vieles heißen. Global Trader Limit könnten sie angehen, gehen sie wahrscheinlich an und wahrscheinlich zum Besseren. Wie das dann aussieht, müssen wir uns in-game anschauen, aber gute Sache. Dann gibt es ein Achievement für Leute, die im Spring Event die Questline erledigt haben. Im Nachhinein, aber es gibt noch das Achievement und Hand in Hand mit dem geht wahrscheinlich hier neue PMC-Outfits auf der Website zum Kauf oder als Reward für die neue Quest. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt auf die Spring-Event-Quest bezieht oder allgemein eine neue Quest. Also beides wäre okay, finde ich, aber auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, entweder ein Outfit zu kaufen oder sich das frei zu questen. Und ich denke mal, in Zukunft wird es noch weiter in diese Richtung gehen mit Achievements, dass man dafür da was bekommt. Und so weiter, also mehr Belohnung mit Outfits, Achievements, ist eine gute Sache und finde ich auch gut, dass sie es mit diesem Patch jetzt schon einführen, dass es auch im Nachhinein hier ein Achievement für das Spring Event gibt. Und dann gibt es noch ein paar Fixes, die sind aber trotzdem interessant. Overlapping Sound when breaking fluorescent lamps, also die Leuchtstoffröhren zum Beispiel in den Dreier-Dorms, die haben ja immer einen echt ekligen Sound gemacht, wenn die mit einer Granate kaputt gegangen sind und so. Das haben sie wohl gefixt. Dann die Lautstärke von Containern, wenn man Container durchsucht, Equipment, das Waffenwechseln wurde überarbeitet, wahrscheinlich ein bisschen leiser oder angepasst. War recht laut, insbesondere hier das Container-Searchen von so Cabinets, das habe ich in Erinnerung, ist recht laut, hört man über die ganze Map im Prinzip. Und, was wichtig ist, Crouched Movement with Minimum Speed macht jetzt Geräusche. Also, geduckt schleichen hat er vorher keine Geräusche gemacht, macht jetzt wahrscheinlich ganz wenig Geräusche. Gute Sache, großes Thema für einige, für mich war es nicht so wichtig, aber ist jetzt gefixt. Und dann hier Ambient Sound of Woods und der Sorting Table an der falschen Position. Das sind halt kleinere Fixes, nicht so wichtig. Und das war es auch schon mit dieser Liste. Aber, gute Sache, insbesondere mit den Achievements, Boss Spawn Lag und so. Und das ist in ein Technical Update packen. Geht in die richtige Richtung und schauen wir uns dann mal in-game an. Ich bin natürlich ab 16:30 heute live, könnt ihr mal vorbeischauen. Link unten in der Description. Oder im ersten Comment, lasst mal ein Follow da auf Twitch und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben. Kommentar unter dem Video, was euch an der Liste hier an den Patch Notes gefällt, könnt ihr mir mal sagen. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. Und in dem Sinne, macht's gut und bis dann. And I've been counting days together.